Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Salvete Spectatoris, zu einem weiteren Let's Play-Projekt von Total War Rome 2 mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow. Und heute spiele ich nochmal eine Eröffnungsstrategie mit euch durch. Und wenn die gut läuft und wenn euch das gefällt, dann können wir da auch noch ein bisschen weitermachen und so ein mittellanges Let's Play-Projekt draus basteln, bevor Total War Attila rauskommen wird. Das steht unmittelbar vor der Haustür. Und ich habe mir gedacht, es würde sich jetzt nicht lohnen, so eine ganz, ganz große Kampagne zu spielen. Deswegen nochmal so ein Mittelding aus Eröffnungsstrategie und Midgame. Und das präsentiere ich euch heute mit einer sehr angefragten Fraktion. Da gab es viele Leute, die das sehen wollten, nämlich mit den Patern. Ganz kurz noch zur Besonderheit meines Kanals. Ich spiele seit über 2 Jahren Strategiespiele. Also was heißt, ich spiele schon länger Strategiespiele, ne? Aber diese Total War Serie spiele ich jetzt schon etwas länger. Seit 2 Jahren mache ich hobbymäßig Let's Plays dazu. Und ich sage auch immer was zur Geschichte der Fraktion, mit der ich spiele. Und ich hoffe, dass es euch auch gefallen wird. Zu den Patern habe ich jetzt schon mal ein Let's Play gemacht bei Rome 1 Total War. Und ich denke, hier werden sich ein paar Dinge wiederholen. Wenn ihr das schon kennt, hört einfach weg. Ich werde einfach noch ein paar Dinge sagen, damit hier jeder mit dem gleichen Informationsangebot in die Kampagne starten kann. Gut, als allererstes mal, wir bekommen Bonus durch Handel. Wir bekommen Bonus auf Munition. Beides super, super wichtige Vorteile. Finde ich auch extrem gut. Wir bekommen Bonus auf Kavallerie. Und wir bekommen einen Bonus bei den Kulturstrafen. Wir kriegen nämlich nicht so hohe Kulturstrafen wie andere Fraktionen. Der Nachteil ist, wir bekommen einen Malus auf Sklaverei. Beziehungsweise wir bekommen zusätzliche Unruhen durch Sklaverei. Bietet sich für uns insofern aber dann auch gar nicht großartig an, irgendwelche anderen Fraktionen zu versklaven und so. Also von daher lassen wir das einfach. Ich spiele da sowieso überhaupt nicht gerne mit. Ist geschenkt. Was mache ich jetzt heute? Ich zeige eine Eröffnungsstrategie, die ersten, sagen wir mal, 15 Runden, wie man Partien spielen kann, vielleicht auch die ersten 20 Runden. Und dann gucken wir mal, wie das gut läuft und ob euch das gefällt und dann werden wir weitersehen. Ich sag mal, wir starten direkt durch. Partien hat eine relativ ungünstige Ausgangslage, aber auch eine interessante Ausgangslage. Man kann eine ganze Menge machen und gleich gibt es ja hier dieses, diese Anweisungen von unserem Fraktionsberater, der sagt auch ein paar ganz interessante Sachen dazu, wie wir vorgehen sollten. Und das hören wir uns jetzt mal an. Die Zeit ist gekommen, um ein neues, großes Imperium im Osten zu errichten. Krieg mit Partava ist unvermeidlich, wenn ihr eure Position festigen wollt. Doch Geduld ist angesagt. Ihre seleukidischen Meister bedeuten ihnen wenig, und wenn wir sie erst rebellieren lassen, stellen wir sicher, dass sie bei einem Schlag unsererseits keine Unterstützung ihrer Herren erhalten. Vielleicht können wir Zeit gewinnen, indem wir zunächst den Norden zähmen. Eine Allianz mit anderen Satrapern ist eine Möglichkeit, doch wir sollten aufpassen, dass wir unsere Expansionsmöglichkeiten nicht beschränken. Die Entscheidung ist eure. Auf das neue parthische Reich. Ja, wunderbar. Können wir direkt loslegen. Die Mission schenken wir uns mal gerade. Das dauert noch ein bisschen, bis wir die erfüllen können. Interessant halt hier, was er sagt. Krieg mit Partava irgendwie unvermeidlich. Ihr seht, in unserer Startprovinz sieht es relativ ungünstig aus. Jetzt war mein erster, ich sag auch noch 2, 3 Dinge dazu. Jetzt war mein erster Ansatzpunkt, okay, ich rushe über Susia weiter nach Hekatompylos und dann von dort aus nach Satrakarta und dann wieder zurück. Bietet sich aber eigentlich nicht an, weil diese Bündnissysteme der Seleukiden in den neuen Patches ein bisschen stabiler geworden sind, als es vorher war. Das ist vielleicht auch auf niedrigen Schwierigkeitsstufen etwas anders. Kann durchaus sein. Ich spiele es immer nur auf sehr schwer. Keine Ahnung. Wir erforschen zuerst die Logistik. Wir wollen Streiter bekommen. Wir versuchen erstmal, unsere strategischen Schwächen bei der Militärausstattung durch zusätzliche Agenten auszugleichen. Das ist eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Wir schicken unsere Armeen direkt los. Problem ist, der Typ da gehört nicht zu unserer Familie. Am Anfang ist es ja immer so, dass die stärkste Armee, mit der man startet, nicht zur eigenen Familie gehört. Ist wahrscheinlich Absicht. Aber brauchen wir auch gar nicht. Ist okay, wenn der am Anfang ein bisschen besser wird. Wir können ihn, glaube ich, sogar gleich auch noch ersetzen. Oder können wir ihn jetzt sogar noch? Wir könnten ihn jetzt sogar noch ersetzen, ne?
bringst einen Bonus auf Geheimaktion, ist auch dann eigentlich unsinnig. Dann ersetzen wir den Typen nämlich jetzt. Und zwar mal gerade gucken, die haben alle Stufe 1, also den Burschen da, den nehmen wir schon mal nicht. Wir nehmen einen Jungen, der ist 14 Jahre, der ist 16, der wird noch gut. König der Könige plus 5 Moral ist super, minus 1 Korruption. Schauen wir uns die nochmal kurz an. Autorität und Hingabe ist eigentlich auch nicht schlecht. Dann nehmen wir doch den Arsakes, das ist der Begründer oder ein Mitglied der arsakidischen Dynastie, die ganz, ganz prägend für Parthien war. So, wo haben wir ihn denn? Das bist du nicht. Wo ist er denn? Was? Da ist er doch. Also, wir heuern den an und der bekommt erstmal eine Einheit königliche Kataphrakte. Die können wir besser gebrauchen als diese Kataphrakt-Bogenschützen. Wir schicken unseren Agenten hoch Richtung Kat. Ja, machen wir ruhig ein bisschen schneller. Und dann holen wir uns noch ein Handelsabkommen mit Aria. Das ist auch eine Satrapie der Seleukiden. Und denen geben wir 240, 280 Gold. Das ist okay, dann nehmen die das auf jeden Fall an. Das ist super. So, wir sehen also, wir sind umgeben von Satrapien der Seleukiden. Aria, Parthava, Sagachtien, Arakosien, das sind alles Satrapien. Kommt übrigens von dem persischen Wort Xatrap. Xatrapäen, glaube ich, und heißt so viel wie verwalten. Ja, also die verwalten ein Gebiet für eine andere Dynastie. Oder? Ach nee, Arakosien gehört nicht zu den Seleukiden. Baktrien übrigens auch nicht. Mit denen werden wir uns aber gut halten. Mit Baktrien werden wir uns später auch verstehen. Das ist am Anfang jetzt ein bisschen negativ, aber das wird besser. Zu meinem Vorgehen. Wir sind verbündet mit den Dahae oder Dahai. Weiß nicht genau, wie das ausgesprochen wird. Und wir haben keinen Kriegsgegner von Anfang an, seht ihr hier. Wir haben aber zwei gute Kriegsziele, nämlich die Choresmier und die Massageten. Und was wir machen werden, ist folgendes. Wir werden zuerst die Choresmier angreifen. Das wird uns gut stellen mit einer Menge anderer Fraktionen hier unten. Die werden das toll finden, denn die Choresmier, seht ihr, sind extrem unbeliebt. Also machen wir die platt. Die Dahae werden uns dabei helfen. Danach greifen wir die Massageten an. Die sind auch sehr unbeliebt. Dann werden wir noch beliebter bei den anderen Fraktionen. Und erbitten uns Hilfe von unserem Verbündeten, eben auch den Dahae. Die werden irgendwann mit ihren Truppen hier hochlaufen und während wir dann hier oben zusammen mit den Dahae belagern, werden wir ihnen hier unten in den Rücken fallen und ihnen ihre Provinz wegnehmen. Wir werden das Bündnis brechen und dann haben wir erstmal eine Provinz unter unserer Kontrolle. Und dann haben wir eine relativ gute Ausgangsbasis, um erst noch ein bisschen weiter im Norden zu expandieren. Wir schaffen das wahrscheinlich relativ, ich denke mal, es wird so 30 Runden wird's dauern wahrscheinlich, bis wir Skythien noch eingenommen haben, aber das würde ich mir ganz gerne auch noch holen, denn ab hier oben ist man dann relativ sicher. Man kann dann hier in Ponto Caspia weitermachen, das geht relativ gut. Es sind aber weitläufige Territorien, das sollte man wissen, also die Armeen, die man da oben hinschickt, die sind dann erstmal für eine Zeit lang beschäftigt, die kommen nicht so schnell wieder. Das müssen wir uns gut überlegen, wenn wir halt hier unten irgendwann mal gegen eine andere Fraktion vorgehen wollen. Aber momentan verstehen wir uns ja eigentlich gut mit denen. Weitere Sache ist, wir können keine Flotten bauen, wir haben keinen Hafenzugang, wir bekommen auch nicht so schnell einen Hafenzugang, ist aber auch am Anfang gar nicht so wichtig für uns. Wird wahrscheinlich erst später wichtig, wenn man sich tatsächlich vielleicht irgendwie hier drüben breit machen will. Ja, also dann wird das vielleicht mal entscheiden. Aber am Anfang ist das total unsinnig. Wie gesagt, den stellen wir in den Gewaltmarsch, der hoppelt sofort hier hoch. Wir stellen ihn halt hier unten zum Mustern. Wir brauchen auf jeden Fall 3 Steinschilderer, denn sonst kriegen wir arge Probleme gegen die Kavalleriebogenschützen, die Choresmia bauen werden. Wir werden eine Runde Rekrutierungskapazität verlieren, das ist immer ein kleiner Nachteil, aber wir werden damit schon klarkommen. Also, erstmal Runde beenden. Geforscht haben wir, Handelsabkommen haben wir geschlossen, Agenten haben wir bewegt, wunderbar, passiert erstmal nichts Wesentliches für uns. Was passieren kann, ist genau das hier. Und doch seht ihr diesem Krieg tatenlos zu. Ich bitte euch, kämpft! Ja, ich bitte dich, halt den Mund. Also wir machen Folgendes. Es gibt in der Tat 3 Möglichkeiten. Entweder das passiert gar nichts, ist relativ häufig. Ich würde mal sagen, so ungefähr 40% der Fälle passiert gar nichts. Dann die nächste Wahrscheinlichkeit ist auch relativ häufig, nämlich diese hier, dass die Dahae unseren Beistand im Krieg gegen die Choresmier erbitten. Das ist auch nicht wirklich selten. Ich würde sagen, auch ca. 40% aller Fälle. Und die restlichen 20% der Fälle erklären die Choresmier den Dahae den Krieg und wir werden dann zu den Waffen gerufen von denen. Jetzt für uns interessant zu wissen ist, dass die Choresmier am Anfang, glaube ich, nur mit 2 oder mit 3 Einheiten starten in ihrer Stadt. Das heißt, die haben jetzt momentan noch keine große Truppe.
Wir können also weiterhin in ihr Territorium einfallen. Wir könnten das hier jetzt annehmen. Ich schau mal gerade, ob wir was bekommen dafür. Willst du mir Geld geben? 500 Kröten wären super, das ist auf niedrig, ne? Dann müssen wir das jetzt noch nicht annehmen. Wir lehnen das jetzt nochmal ab. Denn wir bekommen noch einen weiteren Bonus. Das ist relativ interessant. Und zwar, weil wir jetzt noch nicht mit denen im Krieg sind, werden sie uns auch nicht sofort angreifen. Wir gehen nämlich jetzt erstmal hier hin. Und jetzt haben wir den Beziehungsmalus mit denen betreten ohne Erlaubnis bekommen. Aber für alle anderen Fraktionen ist das ein Bonus. Die finden das nämlich cool, dass wir die unerlaubt betreten haben und die damit brüskiert haben. Ganz wichtig ist jetzt, nicht mit dem Spion hier hingehen und irgendwas da versuchen an dieser Siedlung zu doktern. In der zweiten Runde hat man mit dem Spion ganz, ganz schlechte Karten. Also es gelingt fast nie, ich glaube, also ich habe es mehrfach probiert, es ist mir fast nie gelungen. Ich erinnere mich zumindest auch nur an Fehlschläge mit ihm, hier gegen die Choresmia was zu machen. Und in manchen Fällen ist er sogar verwundet worden und das müssen wir auf jeden Fall vermeiden. Das müssen wir ganz, ganz dringend vermeiden. Wir stellen ihn ganz nach vorne und ihr seht jetzt die Mustern. Ne? Die haben jetzt nächste Runde 7 Einheiten, da holt sich 2 dazu. Man könnte also in dem Krieg beitreten, aber es kann auch immer noch sein, dass er sich dann doch entschließt, hier unsere Truppe anzugreifen und das wollen wir eigentlich gerne vermeiden, weil die einfach noch nicht so stark ist. So, dich setze ich in den Gewaltmarsch ebenfalls und du wirst hier hinlaufen. Und nächste Runde können wir hier Cut weiter verstärken, also wenn wir das dann belagern. Das wird, glaube ich, relativ gut für uns. Wir könnten uns jetzt hier überlegen, die Stadt auszubauen. Wir müssen es nicht machen. Ich bin auch nicht so wirklich dafür, dass wir es machen. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre halt eben hier die Getreidefarm, die Getreidegruben auszubauen. Das ist halt immer so eine Sache. Also, man könnte sogar tatsächlich hier die Stelle für die leichten Pferde abreißen. Ich muss mal ganz kurz gucken, was es kostet. Ich glaube, ich habe das am Anfang noch nie gemacht, dass ich das aus... Nee, ich habe das noch nie ausgebaut am Anfang. Das lass mal weg. Es kann sein, dass wir halt eben... es kann sein, dass wir Söldner brauchen und dann ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir noch ein bisschen Geld übrig haben. Also, wir beenden die Runde wieder. Wir haben einfach nur unsere Einheiten bewegt und werden jetzt gleich hier diese Siedlung belagern. Tut sich nichts. Unser Agent wurde entdeckt, das ist aber relativ egal. Und wir haben die Forschung abgeschlossen. Das nächste, was wir jetzt machen, ist, wir werden hier die Vorräte vergiften. Schade, meistens klappt das. Okay, jetzt habe ich natürlich den Nachteil, dass es bei mir nicht geklappt hat, was überhaupt nicht gut ist. Aber noch sind wir nicht am Ende. Wir gehen jetzt hin und werden noch einmal die daher bitten, ob sie uns unterstützen, wenn wir dem Krieg gegen die Choresmia beitreten. Schade. Das werden sie dann ablehnen wahrscheinlich sogar. Ah ne, das nehmen sie dann an. Gut. Pachthaber, magst du uns jetzt noch etwas mehr? Ja, wir haben noch hier ein bisschen den, wir haben hier noch ein bisschen den Nachteil, weil wir die angeblich mal irgendwann unerlaubt betreten hätten. Sprecht ihr? Und ihr werdet eine, naja, das Handelsabkommen kriegen wir wahrscheinlich erst später. Okay, dann werden wir jetzt als allererstes mal hier belagern. Wir holen uns auch die 2 Söldner. Da ist es ganz gut. Klar, wir bauen noch eine Treppe, eine Leiter und noch so eine Galerie. Jetzt gibt es hier folgende Möglichkeiten. Man könnte tatsächlich hingehen und den Großteil der Armee... hier diese Armee da reinpacken. Das hat folgenden Vorteil, dass man nicht so viel Verschleiß kriegt. Aber auf der anderen Seite, ein Punkt, den wir hier nicht vernachlässigen sollten, ist, dass wir, indem wir hier mit einer starken Armee belagern, ihn dazu nötigen, in der Stadt drin zu bleiben. Das ist für uns ein relativ großer Vorteil. Warum sind das 10 Einheiten? Der kann doch eigentlich nicht mehr rekrutieren, während ich belagere, ne? Und wann? In 3 Runden gibt er normalerweise auf, meine ich, ne? Ja, okay, gut. Also spätestens in 3 Runden haben wir das Ding da im Sack. Und wenn wir Glück haben und unsere Verbündeten kommen, dann geht das Ganze sogar noch schneller. Wie gesagt, ein paar Söldner brauchen wir am Anfang. Es kann sein, dass er jetzt einen Ausfall macht. Macht er nicht immer. Manchmal machen sie es.
Sieht nicht so aus. Interessant. Gut, dann haben wir hier das nächste Kriegsziel mit drin. Er hat immer noch reduzierte Einheiten. Der große Vorteil ist halt auch, wenn er jetzt hier aus dieser... Wenn er jetzt hier einen Ausfall macht, ist die Armee nachher geschwächt. Insofern hatten wir jetzt hier echt einen großen Nachteil, weil unser Agent nicht vergiften konnte, sonst wäre das noch ein größerer Vorteil gewesen. Wir schicken unseren Agenten jetzt schon mal hier hoch, denn die Massageten sind unser nächstes Ziel. Und gegen die sollten wir auf jeden Fall als nächstes vorgehen, damit wir hier unseren Verbündeten in den Rücken fallen können. Ich bin so fies, ne? Aber ich mache das gerne bei diesem Spiel. Kulturelle Affinität. Wir handeln mit... Ah, wir importieren Blei. So, ich denke mal, jetzt haben wir mit 5800 Kröten genug Geld übrig, um hier eine Handels... um hier den Handel weiter auszubauen. Muss man ganz kurz gucken, gehen wir auf Wohlstand. 100 und 100, 5 Nahrung, 4 Nahrung, 3% Armeeverstärkung. Ich mache eigentlich immer sehr gerne die Getreidegruben. Verstärkungsrate bei den Armeen ist immer recht wichtig. Wir müssen außerdem hier irgendwann noch eine weitere Armee aufstellen. Das könnten wir jetzt schon fast machen. Ne, wir haben schon das Maximum an Armeen erreicht. Da müssen wir noch ein bisschen warten. Da müssen wir erst die Provinz da oben erobern. Okay, ne, dann können wir tatsächlich ausbauen. Machen wir die Viehweide. Bringt uns da noch einen kleinen Bonus. Du bringst zusätzliches Wachstum. Ah ja, okay. Aha. Ich muss mal ganz kurz reingucken, Sekunde. Minus 4 ist aber noch in Ordnung. Runde beenden. Ihr seht, die holen sich also erstmal, die saugen sich schön voll mit Truppen, ne? Die bauen jetzt erstmal eine große Armee. Und dann setzen die sich erst in Bewegung, wenn die ihre erste Fullstack haben. Vorher machen die eigentlich noch nicht so viel. Insofern kann man da also auch getrost hier diesem Krieg beitreten. Und wir sind einfach hier im Vorteil, ne? Wir haben 18 Einheiten. Man könnte jetzt auch übrigens mal prüfen. Ja, wir schaffen es jetzt schon im Autogefecht. Dann machen wir das auch. Und haben die Choresmia vernichtet. Sehr schön. Den lösen wir auf. Du steckst mir die mal da rein. Oh, du rekrutierst mir so bald wie möglich Einheiten. Jetzt muss ich das Ding auch umbauen, ne? Und das müssen wir abreißen. Gut. Wir haben unsere erste Forschung abgeschlossen. Das heißt, wir können Streiter rekrutieren. Das machen wir dann auch hier oben. Was haben wir? Militärische Eifer, Abenteuer. Das ist ganz gut. Militärausbildung und Bewegungsreichweite ist sowieso immer der King. Deswegen nehmen wir den. Ich erwarte eure Befehle. Ich erwarte den Befehl. Ich bin unbedeutend. Ja, ja, laufen wir hier hoch. So. Was können wir hier denn jetzt machen? Können wir die ein bisschen ärgern? Ich rufe die Mann. Immerhin hat er jetzt mal ein Level bekommen. Hauptsache, ne? Ja, also am Anfang bin ich mal mit dem auf Gepäck zerstören gegangen. Das hat sich als nicht zielführend herausgestellt. Bringt nichts. Und ich glaube, ich werde hier draußen einen Tempel machen. Ne, du bringst Wohlstand. Immerhin 2 Einheiten Plänkler Kavallerie als Garnison. Ist nicht so verkehrt, behalten wir mal noch. So, also, du musst dich jetzt noch ein bisschen erholen. Wir brauchen relativ viel Nahrung insgesamt, damit wir, ja. Will ich jetzt mit dir schon zurück? Muss ich mir ganz kurz überlegen.
Nee, ich wollte mit dem nicht zurück. Ich habe das, glaube ich, bisher immer so gemacht, dass ich hier ein bisschen gewartet habe. Wenn die Stadt umgebaut war, dann habe ich hier weiter rekrutiert. Exakt, ja, doch. Also jetzt müssen wir noch gucken, wo wir die Würdenträger herbekommen. Die brauchen wir nämlich auch. Die bekommen wir hier. Und dann rollt demnächst der Rubel. Und wir beenden die Runde. Asakis hat noch nicht zugewiesene Fähigkeiten, ist auch noch nicht so wichtig. Geben wir ihm gleich. Ist auf jeden Fall mal cool, dass wir hier so einen guten General haben. Und jetzt holen wir uns erstmal eine Fullstack-Armee und werden hier ganz gemütlich. Gegen die nächste Fraktion vorgehen. Du wirst natürlich ein Stratege. Immer Stratege. Also momentan in der aktuellen Version sollte man immer Strategen nehmen. Und ich habe es bisher immer so gemacht, dass ich hier einen Brunnen gebaut habe. Es hat sich noch nie als Nachteil erwiesen. Wir haben außerdem ein Event. Ibi Adad. Einer eurer Magistrate hält sein Land für unfruchtbar. Die Ernte ist ausgeblieben und die Bauern befürchten, dass dies auch im nächsten Jahr passiert. Wenn nichts unternommen wird, sollen wir düngen, sollen wir bewässern, sollen wir die Magier, oder Magier, wie sie hin und wieder genannt werden, zu Rate ziehen. Ich würde sagen, wir bewässern. Wir sind ja hier jetzt auch. Wir sind in einer Region, wo man das theoretisch machen kann. So, leider kann ich immer noch keine Einheiten rekrutieren. Das dauert also noch ein bisschen. Ich stelle mich mit dem Burschen hier übrigens mal gerade hinter die Stadt. Denn wahrscheinlich werden mir gleich die Massageten den Krieg erklären. Deswegen kommst du mal wieder zurück. Habe ich genau gesehen, dass du da hingelaufen bist, Alter. Wir müssen unseren Agenten trainieren, deswegen da wir direkt mal die Vorräte vergiften. Vielleicht erklären sie uns jetzt gleich den Krieg. Schauen wir in die nächste Runde rein und dann mache ich auch gleich Schluss mit dem Part. Also ihr seht, hier dauert schon, der Anfang dauert halt viel, viel länger als mit Pergamon, mit Epirus. Bei Epirus kann man einfach so wunderbar rushen am Anfang und das ist halt hier nicht ganz so. Der Rush gegen die Choresmia, ah cool, wir bekommen eine gute Jagd. 5 Nahrung in allen Provinzen, schön. Das sieht hier für uns einfach ganz anders aus. So, jetzt folgende Situation. Wir können hier einen Überfallangriff starten. Das ist doch etwas, was sich normalerweise sonst nicht so einfach ergibt für uns. Aber die Massageten werden uns auf jeden Fall den Krieg erklären, schätze ich. Und dann müsste man sich halt jetzt überlegen, will man ihnen halt hier schon den Krieg erklären und jetzt diese Armee abfangen und dann weiterziehen Richtung Aktau, also ihre Hauptstadt, oder nicht? Dann betrifft die Tatsache, dass wir das Ding hier umgebaut haben. Können wir hier halt schon mal die nächsten 3 Einheiten rekrutieren. Wir brauchen Steinschleuderer. 3 Steinschleuderer ist ein bisschen wenig gegen so viel berittene Bogenschützen. Ja, ist gierig. Aber dadurch, dass es eine Überfallschlacht wird, könnte man das automatisch lösen. Und dann sollte man das eigentlich auch gewinnen. Das sehen wir dann aber im nächsten Teil. Ich bedanke mich jetzt erstmal fürs Zugucken. Ihr seht schon hier, dass die daher wunderbar dabei sind, ihre Fullstack-Armee jetzt erstmal zusammenzukriegen. Und die werden wir jetzt dann gleich auf die Massageten draufwerfen. Und ich sag mal, danke fürs Zugucken. Ich habe übrigens noch eine Sache, die trage ich jetzt noch gerade nach. Ich begrüße immer auf Latein normalerweise. Und ich weiß, ihr steht unglaublich da drauf, wenn ich euch auch noch in der entsprechenden Sprache der Fraktion begrüße. Das kann ich nicht immer machen. Beim Parthischen zum Beispiel wird es für mich relativ schwierig. Das Parthische, eine ausgestorbene Sprache, habe ich nicht erlernt, ja, und konnte ich auch nicht durch ein Lexikon mir auf die Schnelle noch ein bisschen aneignen. Ich sage aber trotzdem mal ganz kurz zur parthischen Sprache. Es gibt tatsächlich heute auch noch den Volksstamm der Parther, der lebt heute tatsächlich noch. Die sprechen aber kein Parthisch mehr, das ist das große Problem bei der Sache. Das Parthische ist als Amts- und Verwaltungssprache des Partherreiches irgendwann ausgestorben. Also mit dem Untergang des Partherreiches geht auch diese Sprache so langsam nieder. Es war vor allen Dingen die Verwaltungssprache zur Zeit der Arsakiden-Dynastie. Deswegen, ne, ihr wisst hier, Arsakis, ja, unser Herrscher momentan. Die Arsakiden-Dynastie herrschte in Parthien im 3. Jahrhundert vor Christus bis ins 3. Jahrhundert nach Christus. Also wer es genau wissen will, 247 vor Christus bis 224 nach Christus, da war das parthische Verwaltungssprache. Und das Parthische gehört zur Sprachfamilie der sogenannten indoeuropäischen Sprache. Die hießen früher mal indogermanische Sprachen, hat man umbenannt, weil eben doch der
Kulturraum, auf den sich das bezieht, doch etwas größer ist als eben, ne, der germanische Kulturraum. Deswegen nennt man das jetzt heute indoeuropäische Sprachen. Und Parthisch gehört eben zur indo-iranischen Sprache, um genau zu sein, zur mitteliranischen Sprachgruppe. Und es hat einige Verwandtheiten mit, ich lehne mich jetzt relativ weit aus dem Fenster, ich kann das auch alles nicht genau richtig betonen, wer das kann, der soll es mir einfach mal in die Kommentare schreiben. Ich sage das schon mal danke im Voraus. Es hat einige Gemeinsamkeiten mit dem sogenannten Zaza-Sprache oder dem Zaza-Dialekt. Und ich bin jetzt mal einfach hingegangen und habe dort im Wörterbuch nachgeschlagen, wie die sich begrüßen und verabschieden. Zaza hat viele Einflüsse vom Türkischen. Insofern könnte das sein, dass das, was ich sage, näher am Türkischen ist als am Parthischen. Das müsstet ihr mir dann bitte noch sagen. Aber die Parther hätten sich begrüßt mit Cherama. Ich werde das jetzt auch erstmal so weitermachen. Und sie hätten sich verabschiedet mit, Chatir Beto. Und in diesem Sinne, Chatir Beto. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pax vobiscum valete auf Latein.